Wenn man an einer Legionärskrankheit erkrankt, ist es immer ernst. Also ich kenne Personen, die das hatten, ja, die waren also zum Teil wochenlang im künstlichen Koma und haben das wirklich gerade so noch überlebt, weil diese Erkrankungen sehr schwer sind. Also Legionellen können zwei Erkrankungsformen auslösen. Das eine wird auch die Legionärskrankheit genannt. Das ist eine, ich sag mal, mehr oder weniger schwere Lungenentzündung, Befall der Lungenzellen durch die Legionellen. Und das ist auch sozusagen der kritische Erkrankungsfall. Schwierig zu behandeln, zum Teil mit Antibiotika, aber dort gibt es auch eine gewisse Mortalität. Ja, gibt ganz unterschiedliche Statistiken, aber je nach Vorerkrankung ist die Mortalitätsrate schon bei 5 bis 10%, wenn man so eine Lungenkrankheit durch Legionellen bekommt. Die etwas leichtere Form der Erkrankung ist das sogenannte Pontiac-Fieber. Ja, das heißt, sie infizieren sich ebenso, aber der Körper reagiert einfach, ich sag mal, mit geringen Fieberschüben, mit Husten, mit kleineren Sachen. Und das heilt meistens letztendlich von allein auch aus. Wenn man an einer Legionärskrankheit erkrankt, ist es immer ernst. Also ich kenne Personen, die das hatten, ja, die waren also zum Teil wochenlang im künstlichen Koma und haben das wirklich gerade so noch überlebt, weil diese Erkrankungen sehr schwer sind. Das heißt, es lohnt sich in jedem Fall, sich ein bisschen mit dem Thema zu beschäftigen und ich sage mal, zumindest die einfachen Dinge, die man tun kann, im Hinterkopf zu haben und zu beherzigen. Ja, einfach um seine und die Gesundheit anderer zu schützen. Der Infektionsweg von Legionellen ist ausschließlich über Aerosole und die Lunge. Ja, die Legionellenbakterien können Lungenzellen befallen, dringen dort ein, vermehren sich und lösen dadurch eben dann die verschiedenen Erkrankungsformen aus, die von Legionellen bekannt sind. Das heißt, ausschließlich über Einatmen von Aerosolen können sie sich mit Legionellen infizieren. Bei anderen Bakterien ist das anders. Also E. coli, die Sie ebenso über die Wasserversorgung bekommen, wenn Sie die trinken, kriegen Sie die berühmten Durchfallerkrankungen. Ja. Pseudomonaden, ganz verschiedene Wege, da können Sie sich infizieren, indem Sie sie einatmen, indem Sie auf die Haut kommen, aber auch indem Sie sie trinken. Nicht jeder Mensch wird sofort krank, wenn er ein Wassertröpfchen mit Legionellen darin einatmet. Krank werden meistens die Menschen, die, sag ich mal, eine Vorbelastung haben, ein geschwächtes Immunsystem, sonstige Krankheiten, Raucher, ja, ältere Menschen. Also es hängt von der persönlichen Konstitution ab, ob man überhaupt erkrankt, weil wenn das Immunsystem intakt ist, kann das mit den Legionellen umgehen. Wenn die Legionellen es aber schaffen, eben sich in den Zellen einzunisten und eine Erkrankung auslösen, hängt es von der individuellen Konstitution ab, was man dann hat. Es gibt eine relativ große Dunkelziffer. Ja, das heißt, es wird nicht immer standardmäßig überprüft, ob eine Lungenentzündung von Legionellen kommt oder einfach auf anderem Wege quasi kam. Das heißt, man vermutet eine relativ große Dunkelziffer von Lungenentzündungen, die tatsächlich durch Legionellen ausgelöst wurden, ohne dass man es weiß. Also die Inkubationszeit für eine Infektion, also um auszubrechen, da reden wir über, ich sag mal, einige Tage, 4, 5, 6 Tage, vielleicht auch mal 10 Tage. Ja, und dann würde eine Erkrankung ausbrechen, wenn Ihr Immunsystem es nicht erfolgreich bekämpfen kann. Die Anzahl an Erkrankungsfällen wird erfasst in Deutschland beispielsweise vom Robert-Koch-Institut, in Europa vom European Center for Disease Control. Das gibt es auch in den USA.
Und die geben regelmäßig Statistiken raus, wie hoch die Erkrankungsraten sind. Ja. Setzt voraus, dass Erkrankungen tatsächlich dorthin gemeldet werden, also statistisch erfasst werden, was häufig nicht geschieht. Und in Deutschland reden wir hier von irgendwo zwischen 3.000 bis zu 7.000, 8.000 Legionellenerkrankungen, die es im Jahr circa gibt. Ja, und ich sag mal im unteren dreistelligen Bereich Sterbefällen. Ja. Es gibt verschiedene, ich sag mal, Fachleute, Experten, die eine Dunkelziffer erwarten, Faktor bis zu 10, was aber eben statistisch nicht erfasst ist.